Hasim, herzlich willkommen bei uns hier in der Schuko Arena. Freitagmittag in 2 Tagen ist Heimspiel. Wie ist die Lage bei dir gerade? Ja, aufgeregt. Ich glaube, kann ich für viele von uns sprechen. Ja, die nächsten Spiele sind einfach extrem wichtig für uns. Und klar ist eine gewisse Nervosität mit dabei, aber ja, zuversichtlich sind wir. Es wird ja auch wieder richtig voll. Stand jetzt haben wir schon 21.500 Karten verkauft. Wir rechnen so mit 23.000, also ähnlich wie Duisburg hier vor 2 Wochen. Ist das was man dann als Spieler nochmal so als einen extra Push mitnimmt? 100%. Ich kenne das ja, wie das so bei Traditionsvereinen ist. Das ist eher einen sehr, sehr motiviert. Und dass wir auch so geile Fans haben, eher pusht uns noch mehr, dass wir die jetzt richtig stolz machen müssen. Das klingt doch schon mal gut. Bevor wir weiter auf das Spiel am Sonntag gegen Essen gucken, wage ich noch mal schnell einen Blick zurück. Letzten Freitag 1-1 in Ingolstadt mit dem Last-Minute-Ausgleich, den wir hinnehmen mussten. Wie habt ihr das aufgearbeitet? Was können wir mitnehmen aus diesem Spiel? Sehr ärgerlich. Wir haben am Anfang öfters mal gesagt, ey, der Schiri ist schuld, der Schiri ist schuld. Aber nach dem Spiel haben wir uns ganz klar auch selber die Schuld gegeben, weil der Malone, glaube ich, ist vorher schon 4-5 Mal allein zur Kopfball gekommen. Und da hätte schon ein bisschen Klick bei uns machen müssen. War irgendwie ein bisschen klar, dass wir in der letzten Sekunde dann noch irgendwie ein Eckballtor kassieren werden. Leider ist es dann auch so gekommen und deswegen war es sehr, sehr ärgerlich, weil wir mal wieder leider Punkte liegen lassen haben. Gibt es vielleicht trotzdem noch was Positives, was man mitnehmen kann mit Blick auf Sonntag? Klar, ich finde, dass wir die letzten Spiele sehr selbstbewusst auftreten und auch sehr dominant. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, den wir weiter so eingehen müssen. Und so werden wir auch weiterhin erfolgreich sein. Trotz alledem müssen wir auch konsequent sein und erwachsen genug, dass wir dieses Spiel an der Rutter spielen. Dann hoffen wir mal, dass es das am Sonntag gelingt. Hoffen wir. Meistens ist es ja da so ein Warnschuss, so dass es dann wieder einigermaßen läuft. Wir wollen dich gleich mal ein bisschen persönlich kennenlernen und ich steige ein mit 3 schnellen Fragen zu dir. Du hast ja zuletzt bei HJK Helsinki gespielt. Was vermisst du am meisten aus Finnland? Boah, die Sauna tatsächlich. Alles Gute, ne? Ja, Sauna, super bei denen. Wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Von meiner Frau, Latte Macchiato. Das ist also auch nicht nur wichtig, was drin ist, sondern auch, wer es gemacht hat. Genau. Die extra Portion Liebe, die da drin ist. Das stimmt. Was ist die schlimmste Tageszeit beim Fasten? Die schlimmste Tageszeit? Sommer natürlich. Also wenn es zu warm ist. Also wenn die Sonne auf dich scheint und du trainieren musst. Ich hatte Tage gehabt, wo wir Spiel hatten und ich gefastet habe, es war gar kein Problem. Aber wir hatten ein Training, aber es nicht so anstrengend war und die Sonne war aber voll da und war extrem anstrengend. Dann ist ja gut für dich, dass das jetzt zukünftig immer früher im Jahr ist. Genau. Dann die Tage kürzer werden. Ja, ich habe eben schon angesprochen, du bist ja jemand, der jetzt den Ramadan übergefastet hat. Am Mittwoch war Zuckerfest, das heißt, für 2 Tage hat das Ganze geendet. Wie sieht denn dann so dein Alltag aus im Fastenmonat? Kurz und knapp. Ich gehe gegen 11 Uhr, 12 Uhr schlafen abends. Dann stehe ich um 4 Uhr morgens auf, wasche mich kurz. Vor dem Gebet waschen wir uns immer. Und dann esse ich kurz meine Mahlzeit. Was heißt Mahlzeit? Also viel kriegst du nicht darunter, weil du halt gerade aufgewacht bist. Und ich bin so ein Typ, wenn ich gerade aufwache, kriege ich nicht so viel runter. Aber dann versuchst du so viel zu essen und zu trinken, wie es geht. Vor allem trinken. Ein paar Supplements, dass noch was anderes mit da reinkommt. Und dann betest du und dann gehst du wieder schlafen. 2-3 Stunden stehst du auf zum Training. Und dann bist du den ganzen Tag aktiv bis 20.30 Uhr, 20.15 Uhr war das jetzt so in der letzten Zeit, wartest du dann, bis du dann essen kannst. Und jetzt bist du das ja schon ein paar Jahre gewohnt, bist ja schon ein paar Jahre Profi. Ist das mittlerweile schon so eine Routine oder ist es dann doch immer wieder aufs Neue irgendwie eine große Umstellung? Tatsächlich nicht, weil man sich sehr schnell dran gewöhnt. Also jeder, der es versuchen würde, würde am Anfang denken, boah, es ist sehr schwer, aber die ersten Tage sind immer schwierig. Und ich würde sagen, nach 5 Tagen, 6 Tagen bist du dann voll drin. Und da hat sich der Körper auch dran gewöhnt. Und dann ist es eigentlich in der Regel, klar, immer noch schwierig, aber weniger ein Problem.
Da kommen wir schon zum schönen Teil. Mittwoch war ja das Zuckerfest, einer der wichtigsten Feiertage im Islam. Wie verbringst du den dann mit deiner Familie? Ja, wir haben dann morgens das Morgengebet, was wir dann alle zusammen verrichten, auch in der Moschee. Und danach wird reingehauen. Danach, ja, sitzt einfach mit der Familie, genießt die Zeit, weil das für uns halt ein sehr schöner Tag ist. Und ja, dann ganz ehrlich, isst alles, was du essen kannst. Und weißt du noch, was das Erste war, was du dir reingehauen hast? Worauf hast du dich am meisten gefreut? Ein Keks tatsächlich. Aber auch nur, weil es den in der Moschee gab. Und dann hast du dir alles reingehauen, was es da gab. Sehr gut ist dann auch der Keks, weil sowas Besonderes sein könnte. Wie fühlst du dich jetzt nach so einem Monat, wenn du das so eisern durchgezogen hast? Was macht das mit einem? Man ist sehr dankbar. Ich glaube, das ist auch etwas, was man jeden Monat, also jeden Ramadan, was man da mitnimmt, ist Dankbarkeit. Bedeutet, jedes Mal, wenn ich in die Kabine kam und ich Durst hatte, habe ich die Jungs gesehen, wie die Iso trinken, kalten Iso. Und ich habe das vorher gar nicht so geschätzt. Also, und jetzt, wo ich das kann, schätzt man das umso mehr. Also, und deswegen ist der Monat halt auch dafür gedacht, um an die Leute zu denken, die nicht so viel haben. Und deswegen ist Dankbarkeit da eine sehr große Rolle. Ja, dann ist so ein kleiner Keks auf einmal wieder ganz viel wert. Mega. Lass uns den Blick wieder auf den Fußball richten. Schuko Arena, 23.000 Leute Sonntag. Rot-Weiß Essen kommt. Da haben wir im Hinspiel auch knapp verloren, auch mit einem sehr späten Tor. Ja. Was erwartet uns jetzt am Sonntag? Ihr habt ja bestimmt schon mal ein bisschen den Gegner angeschaut. Eine qualitativ sehr gute Mannschaft. Die sind ja im Konterbereich sehr gut. Also bedeutet, wenn wir den Ball vorne verlieren, haben die bei außen sehr schnelle Spieler, wo die auch direkt alle mitgehen und direkt auch versuchen, in die Box zu kommen. Ansonsten, klar, auch eine spielstarke Mannschaft, eine auch sehr intensive Mannschaft, die früh immer versuchen zu pressen, hohe Ballgewinne zu haben und von da aus dann direkt aufs Tor zu kommen. Trotz all dem glaube ich, dass wir sehr gute Karten haben werden und dass wir das Spiel auch für uns ziehen werden, weil wir es schaffen müssen, dann das Spiel irgendwann für uns zu lenken. Bedeutet, den Gegner irgendwann zurückzuziehen und den Ball laufen zu lassen, damit wir im Ballbesitz bleiben. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich auch, dass wir sehr gute Karten haben werden. Also jetzt hast du gerade sehr viel die Stärken angesprochen von Essen. Was sind denn dann die Punkte, wo wir sie knacken können? Ja, dadurch, dass sie natürlich auch sehr hoch angreifen und wir schaffen dann die Linien zu überspielen, haben wir sehr viel Raum, den wir nutzen können. So, und das haben wir auch angesprochen und intensiver auch heute trainiert. Und wenn wir da hinkommen, werden wir das Spiel für uns sehen. Du hast es schon an. Am Sonntag werden wir in unserem Sondertrikot spielen, in Gedenken an unseren früheren Präsidenten Julius Hesse. Du warst auch beim Shooting schon dabei. Ist genau, genau das Trikot. Wie findest du es? Ich finde es sehr schön. Ich liebe die Farbe weiß. Und so weiß-schwarz ist cool. Also ich finde es echt sehr schön. Du hast mir eben verraten im Vorgespräch schon, dass du natürlich das Trikot mit nach Hause nimmst, was du am Sonntag trägst und nochmal extra eins bestellt hast. Also das kommt auf die Liste. Wer bekommt das dann? Ich bekomme eins und dann mein Vater. Okay, das heißt ja schon mal, dass es im Hause Bujelab sehr gut ankommt. Ja, das freut mich doch schon mal zu hören. Wir werden das Trikot gleich noch verlosen. Du unterschreibst uns das gleich noch. Wie gesagt, das ist genau das Trikot, was er beim Shooting anhatte. Und jetzt beim Videodreh, da packen wir gleich noch eine Unterschrift von dir drauf. Dann packen wir das bei Instagram rein und verlosen das Ganze. Also einmal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Lohnt sich heute ganz besonders. Nassim, herzlichen Dank, dass du vorbeigeschaut hast hier in der Schuko-Arena. Wir drücken die Daumen, dass es am Sonntag mit 3 Punkten klappt. Und hoffen, dass wir uns dann da unten rauswühlen jetzt am Sonntag. Danke. Auf 3 Punkte am Wochenende.